Ja, herzlich willkommen zurück hier zu Stonehearth in unserem süßen, aber kleinen Dorf Legendstone. Ja, noch ist es klein. Ja, in dieser Folge bauen wir ja unser Dorf weiter aus. Wir haben ja hier einige Sachen, die müssen unbedingt fertig werden. Ja, ich hatte euch versprochen, unbedingt mal nachzuschauen, was das Ganze hier mit dem Herbalist so auf sich hat. Ich habe jetzt nachgeschaut und der Grund, voraussichtlich, also das ist der Hauptgrund, warum es meistens nicht geht, ist, weil die Foodmänner und auch die anderen Leute kein eigenes Bett haben, ist also überhaupt keine Schlafmöglichkeit haben, immer nur auf dem Boden. Und der Herbalist, der geht immer, wenn die schlafen, geht zu denen und heilt die dann im Schlaf quasi. Ja, und das haben wir nicht, blöderweise. Oder noch nicht. Denn glücklicherweise haben wir hier... Nee. Warte mal, jetzt muss ich gerade selbst mal überlegen. Das war der Essraum, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen unbedingt das Ding hier fertigstellen. Das hier ist nämlich... ja, ein Schlafraum. Und den brauchen wir unbedingt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt wirklich gleich mal. Ja, upsala. Ich hoffe, jetzt ist hier gerade alles eingerichtet richtig, auch mit dem Mikrofon. Ich bin jetzt hier gerade ganz spontan hier, habe ich gedacht, komm, nimmst du mal schnell auf. Ja, weil, ja, es ist gerade noch relativ früh am Morgen. Ja, für mich ungewöhnlich, weil, ja, eigentlich ist heute Freitag und eigentlich muss ich da arbeiten, aber heute habe ich frei, sehr schön. Ab der kommenden Woche habe ich sogar wieder Berufsschule, noch cooler. Und, ja, jetzt trinke ich hier nebenbei noch gerade ein bisschen Kaffee. Einen Moment. Ah, so, Kaffee getrunken, da ist noch ein bisschen was drin, das trinke ich gleich hier noch nach und nach. Ja, es ist wie gesagt noch früh am Morgen, ich kann jetzt hier so ein, zwei Folgen aufnehmen, danach muss ich leider noch, muss gerade mal auf die Uhr gucken. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, also eine Folge, ja, zwei gehen schon nicht mehr, also eine Folge kann ich jetzt hier aufnehmen, ja, vielleicht gehen zwei, mal gucken. Weil danach habe ich noch einen Termin bei der Bank und da muss ich jetzt noch dann schnell hin. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, der ist da und wir haben in der letzten Folge meines Erachtens nach Zuwachs bekommen. Muss ich gerade mal schauen. Ich glaube schon, ja. Den wollten wir zum Farmer ausbilden, genau. Und da warten wir die ganze Zeit sehnsüchtig darauf, dass ein Trader vorbeikommt. Und ich muss gerade mal gucken, apropos Trader. We'll be back in 39 Stunden. We'll give you 4 Curtains, was auch immer das ist, habe ich schon wieder vergessen. Und 2 Red Clay Doors. Und die haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? Ja, wir haben sogar 3. Upsala, jetzt bin ich schon wieder ans Mikrofon gekommen. Das ist noch so ein bisschen Gewöhnungssache. Dieser Mikrofon-Popschutz, der ist jetzt so bei mir so ein bisschen halb im Weg. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. So, Mikrofon ist so direkt vor meiner Fresse eigentlich. Und nee, jetzt ist der Mikrofon-Popschutz direkt vor meiner Fresse. Aber Mikrofon steht so vor mir und ja, so links neben mir, so fast da so, wo die Tastatur ist, kommen die Invaders. Nee, das will ich jetzt nicht, aber... Oh, shit. Okay, die sind aber zu zweit, sehr gut. Okay, wir müssen jetzt unbedingt das Dings fertig machen. Ja, und ich komme auf jeden Fall da manchmal dran. Immer manchmal, ne? Deswegen, ja. Sorry, ich trinke gerade ein bisschen Kaffee nebenbei. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ne? Ja. So, jetzt muss ich hier mal... Oh, Foodman Level 3, ja, immerhin etwas. Gucken wir mal, der ist jetzt, ja, plus 10 Health. Sehr schön, da hatte sich... Und Power Spike, sehr schön, doppelter Damage, das ist gut, das brauchen wir auch. Ja, wir müssen das jetzt hier fertigstellen. Ich muss hier gerade mal schauen, was fehlt denn hier noch? Das ist fertig gebaut. Ach so, die müssen das jetzt quasi nur noch einmal ja, abbauen und alles. Aber hier fehlt super viel, da fehlen nämlich noch 11 Clay Bricks. Es fehlt eine Wall Clay Lamp. 8 Lettuce und 4 von denen. Also ich mache mal jetzt 11 Clay Bricks. Ich glaube, das ist erstmal so das Grundgerüst mal wieder, was so gebraucht wird. Clay Bricks, da sagen wir doch direkt mal 11. Und ich habe gerade gesehen, da wurde anscheinend schon die Wall Clay Brick Dingbums irgendwas gemacht. Gucken wir mal ganz schnell. Immer das hier erst anklicken. So, und jetzt kann ich das anklicken. Nee, immer noch 3 von 4. Müssen wir mal gucken. Ansonsten muss ich dann nochmal eine machen. Weil ich will halt nicht zu viel machen. Ja doch, da kamen sie eben jetzt 4 von 4.
Wir haben zwar eigentlich jetzt genug Materialien, aber ich will da nicht verschwenderisch umgehen, auch wenn wir die eigentlich rein theoretisch brauchen. Gerade Sachen wie Wall Clay Lamps und Clay Bricks, die können wir auch im Voraus mal produzieren. Aber ich will da lieber noch so ein bisschen das Zeug aufheben, bis wir wirklich uns damit beschmeißen können. Ja, also nur so als kleiner Hinweis. Die machen wir nämlich jetzt hier noch schnell. Die, ja, da sind sie doch schon. Hat schon eins gemacht, sehr schön. Die sind fertig. Wir könnten eigentlich schon die vier Betten machen. Vielleicht nutzen die ja schon, auch wenn das noch nicht dann fertig gebaut ist. Mal gucken. Ich kann auch jetzt schon eigentlich alles in Auftrag geben. So, hier fehlt noch. Die machen wir gerade, die vier Dinger machen wir. Und dann fehlen nur noch diese acht Window Frames. Ach, guck mal, da brauchen wir doch noch eine. Das ist doch nicht zu viel. Also acht Window Frames. Die hatten wir eigentlich schon mal gemacht. Das waren dann wahrscheinlich zu wenig. Nee, es war fürs andere Gebäude. So war es. Also hier acht Stück. Und dann fehlen noch die Fenster für die kleine Bettstübchen, fürs Bettstübchen. Und dann kommt das Daily Update rein. Und wir haben es geschafft. Fast. Ah, Mann, ich wollte gerade sagen, wir haben es geschafft, weil eigentlich immer das Food das Problem ist. Jetzt haben wir es gerade so geschafft und dann, ja, gerade so nicht das Netto-Dingsbums da. Manno, schade. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir eigentlich noch einmal angegriffen werden. Aber ganz ehrlich, lieber nicht. Dann will ich doch lieber warten, bis wir dieses Ding... Aber ich hoffe, wir kriegen die Möglichkeit, noch ein bisschen verschont zu werden. Weil, ganz ehrlich, das wird langsam kritisch hier mit unseren Foodmännern. Ich will nicht, dass denen irgendwas passiert und dass wir dann bald wieder die Folge umbenennen müssen in RIP irgendwas. Rest in Peace, irgendeinen Scheiß. Ich trinke jetzt ganz kurz meinen Kaffee und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment. Okay, noch ein kleiner Schluck ist drin. Aber ihr seht... Ui, uiuiui. Jetzt geht's aber hier los. Ja, was ich sagen wollte... Ja, ihr seht, wir sind übelst angeschlagen. Ich will oder hoffe, wir kriegen die Möglichkeit, dass wir vorher das Ding hier fertig bauen können. Ah, nee, warte mal. Das war der... Das Esszimmer, ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich hoffe, dass wir das hier endlich fertig bebaut bekommen. Damit wirklich das hoffentlich so ist, dass es wirklich nur an dem Bett gelegen hat, dass die Leute, dass der Herbalist die dich geheilt hat. Ja, ich hoffe es mal, dass es wirklich so ist. Und dann hoffe ich, dass wir ja, uns schnell wieder alle heilen können. Ich gucke hier gerade mal Ausschau, ob da irgendwie was angedudelt kommt. Das sieht man ja meistens schon vorher. Muss man auch selbst ein bisschen wachsam sein. Aber das sieht bis jetzt ganz ruhig und friedlich aus. Der Farmer hier, der macht ja auch sein komisches Zeug hier. Die kriegt er auch nicht wieder zum Leben. Aber gut, das ist, jetzt ist die Ernte eigentlich reif. Die muss er alle ernten. Und ihr seht, wir kommen mal wieder nicht hinterher. Muss auch mal schauen. Wir haben wahrscheinlich wieder... Nee, bis jetzt alles gut, nichts Verrottetes mehr. Sehr schön, gefällt mir. Was mir auch gefällt, dass jetzt mein Kaffee gleich leer ist, wobei gefallen wirklich nicht, aber naja, ist halt gleich leer. Moment. Ah, guckt sie euch an, wie schön sie das machen. Jetzt bauen sie hier langsam das ganze Zeug ab. Sehr cool, das heißt, das dürfte gleich fertig sein. Bin mal gespannt. Mein Kaffee ist übrigens jetzt auch fertig. Super Überleitung. Das war genial, Legend. Ja, das ist so bei mir morgens ohne Kaffee. Da funktioniert nicht wirklich was. Wobei, so früh morgens ist es eigentlich gar nicht mehr. Wir haben jetzt schon fast... Okay, 20 vor 10 dafür, dass man frei hat. Kann man sich auch mal gönnen. Ja, aber ich muss leider um 11 Uhr in der... auf der Bank sein. Also bei der Bank antanzen. Das ist jetzt nichts Richtiges oder so, sondern nur so ein Info-Dingsbums. Und ja. Ja... Ich brauche noch so eine Viertelstunde, muss da ungefähr hinlaufen. Also, Oh ja, hier. Trading, Booms, irgendwas. Das habe ich hier so. War ich hier so verpeilt, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass ich da drauf geklickt habe. Aber. Farmers Ho! Da! 80 Gold. Direkt eine kaufen. Yes, my darling. Und jetzt können wir gucken.
Jetzt können wir eigentlich wahrscheinlich was verkaufen. Eigentlich wahrscheinlich 10 Stück. Hier ist sehr cool. Eigentlich können wir von denen 10 Dinger verkaufen. Jetzt haben wir wieder richtig viel Cash. Läuft richtig bei uns. Und wir haben jetzt endlich die Farmers Hoe. Und damit können wir einen. Irgendeinen. No Level Up. Der sieht doch lustig. Näher, wobei. Wer ist denn als besser so für als Farmer geeignet? Wie sieht denn unser alter Farmer aus hier? Unser. Mit so einem Bart. Das heißt, eigentlich würde der so zu dem passen. Wobei, der sieht ja so gleich aus. Ja. Ach guck mal, man kann ja sogar sagen, was die machen dürfen und was nicht. Nee, komm, wir nehmen den jetzt hier mal und sagen dem Change Job und sagen Willkommen, mein lieber Farmer. Schön, dass du uns jetzt unterstützt hier. Wo ist er? Na, wo ist der Kleine? Da rennt er hin. Ist es der? Wahrscheinlich, der rennt ja zumindest in die richtige Richtung. Nein, natürlich nicht. Wo ist er? Unser neu. Ach, da. Ach, guck mal einer an. Ja, hier. Sehr hübsch sieht er aus und hilft direkt mit, stürzt sich in die Arbeit. Ja, ist jetzt noch ein bisschen schlecht gelaunt, aber das wird sich dann hoffentlich ändern. Ich meine, immerhin, er ist jetzt Farmer. Also, was will man mehr? Der hier, übrigens, der Potter. Super. Also, ganz ehrlich, super krass, wie der sich hier in die Arbeit stürzt und ein Teil nach dem anderen raushaut. Und ihr seht, hey. Das ist fertig, meine Freunde. Ist es fertig? Mal reingucken. Hier, das sieht ja richtig sexy aus. Ne, noch so ein paar Sachen scheint er noch machen zu müssen. Oder auch nicht, ne. Oder? Ja, hier, wie geil ist das denn? Geil! Aber, stopp. Ich will sagen, dass er nur Food rein darf. So. Genauso auch hier, weil das soll wirklich jetzt nur Food sein, damit die hier sich direkt bedienen können. Jetzt muss ich auch mal hier gucken. Natürlich, überall. Aber die sind schon schlau und haben da auch nur bis jetzt Essen reingelegt. Also, muss man ja sagen, die sind schon ein bisschen, sind nicht ganz so doof, wie sie manchmal tun. Wenn man das mal so ganz frech sagen darf. Aber hier, jetzt haben wir endlich einen Essraum. Wie geil ist das denn bitte? Ich freue mich gerade richtig und ich wette auch, unsere Leute freuen sich oder ich hoffe es, dass sie sich freuen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, und das geht ja auch hier richtig zur Sache. Sehr schön. Guckt euch das an, wie fleißig die hier rumbauen. Oh, toll. Toll. Wie jeder mithilft und dann sich dann hoffentlich dann da schön unterhalten können, gemeinsame Spaß haben können beim Essen. Ach, das ist doch super. Toll. Sehr toll. Ich würde sagen, das war noch eine coole Folge. Ich mache an dieser Stelle schon mal Schluss, damit ich noch eine Folge aufnehmen kann. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, in der dann hoffentlich der Schlafraum fertiggestellt ist und dann hoffentlich auch endlich unser Herbalist anfängt, ja, unsere Angeschlagenen hier ein wenig zu heilen, wieder ein bisschen aufzumuntern und wieder, ja, frisch zu machen und zu wappnen gegen die Gefahren, die hier noch so manchmal in Stonehearth, in Legendstone, ja, auf uns lauern. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ich mache jetzt Schluss. Hier links geht es zur letzten Folge und ganz rechts zur neuesten. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Ciao, ciao.